vergessen Sie nicht, Sie werden eine Strafe von der Stadt drin bekommen. Tschüss. Oh ja, super, da freue ich mich drauf. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich euch mal etwas Besonderes mitgebracht, was es auf meinem Kanal bis jetzt so noch nicht gegeben hat. Die nette Dame hat bei mir angerufen, wohl nachdem ich schon mit einer anderen Kollegin telefoniert habe. Und das hat sie dann auch während des Calls bemerkt und sich dann überlegt, mich nach diesem Anruf noch 4 weitere Male anzurufen, um mich noch ein bisschen zu beleidigen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem etwas unterhaltsameren Video und vielleicht schreibt ihr mal in die Kommentare, was ihr zu dem Anruf meint. Sprich mit Herrn Steiner? Ja, ist am Apparat. Mila Roth am Apparat. Von Mobi. Von wo? Von MS3. Ah ja, okay. Ja, weil Sie haben eine Anmeldung gemacht, wieder bei unserer Plattform, Herr Steiner. Ja, okay. Okay, sind Sie noch bei der Seite MX3? Ich schau mal. Ah ja, hier habe ich sie, ja. MX3, ja. Okay, was sehen Sie vor, genau? Sagen Sie mir bitte. So eine rote Seite mit einem roten Auto. Ja, also sie ist drin. Okay, ist das auf Deutsch oder auf Englisch? Die ist auf Englisch. Okay, klicken Sie bei Trading. Also Stämmer auf Deutsch erstmal. Okay. Wo muss ich da draufklicken? Jetzt, wenn es auf Deutsch ist, dann klicken Sie bei Handel. Sehe ich nicht, Handel. Ich sehe jetzt hier Unternehmen, Handelsmärkte, Handelsplattformen, Kontotypen, Echtzeit, Handelsdaten, Handelsinformationen, technischer Support. Und dann habe ich jetzt hier Anmelden und Konto erstellen. Anmelden, klicke ich für Anmelden. Ja. Ja, dann klicke ich Anmelden. So. Ja, dann muss ich meine E-Mail-Adresse eben einmal eingeben. Okay. Okay, mein Passwort ist falsch. Die Passwort ist falsch. Okay, dann werde ich Ihnen ein automatisches Passwort geben. Ja. Einen Moment. Können Sie die Musik im Hintergrund vielleicht ausmachen? Also wir sind in einem Finanzmarkt und es gibt sehr viele andere Mitarbeiter und wenn wir alle auf einmal zusammensprechen, dann ist es ein bisschen ungewohnt. Ja, aber da brauchen wir auch die Musik. Ja, aber die aber Musik, Sie waren doch auch mit meiner Kollegin. Ja, genau. Die Kollegin, die habe ich auch schon verarscht. Okay, da habe ich die Adresse von Ihnen, ne? Ja, genau. Sie wollten nur ein Zeichen finden mit uns, oder? Ja, ganz genau, weil Sie Betrüger sind. Ach so, dann warum haben Sie sich angemeldet? Naja, um Ihre Zeit zu verplempern und Ihnen möglichst viel Zeit zu stehlen. Okay, du Idiot, du Arsch, du bist so ein Arsch-Idiot, ja, voller Idiot. Wenn du so meinst, dann warum steckst du deine Nase überall? Warum steckst du deine Nase überall, Idiot? Ja, weil ihr Betrüger seid und in der Zeit, wo ihr mit mir sprecht, könnt ihr keine anderen Leute betrügen. Okay, dann tschüss, Herr Steiner. Ja, tschüss, wir hören uns bestimmt nochmal. Schon ein ziemlich seltsames Gespräch. Die nette Dame, die möchte mir hier was verkaufen, beziehungsweise mein Geld abknüpfen und erzählt mir eine Geschichte, warum man die Musik nicht ausschalten kann. Schon klar. Und sobald sie mitbekommt, dass ich kein guter Kunde bin, der auch Geld einzahlen wird, fängt sie an, sofort beleidigend zu werden. Das machen natürlich grundsätzlich nur die seriösesten von den seriösesten Unternehmen. Aber dabei ist es dann noch nicht geblieben. Die nette Dame hat sich dazu entschieden, mich jetzt noch weitere Male anzurufen. Scheinbar hat sie eine ganze Menge Zeit, die sie mit mir verplempern wollte. Vergessen Sie nicht, Sie werden eine Strafe von der Stadt drin bekommen. Tschüss. Oh ja, super, da freue ich mich drauf. Ja, und das, was sie mir in diesem Telefonat mitteilen wollte, war dann auch schon alles. Für mehr hatte sie tatsächlich nicht angerufen. Sie wollte mir nur ganz kurz mitteilen, dass ich da noch wohl eine Verfolgung auf mich bekomme. Aber
Wie wir alle wissen, ist das natürlich nur Quatsch. Sie wollte mir ja nur Angst machen. Mehr wird da garantiert nicht passieren. Ja, super. Ja, und das war auch dann schon der gesamte Inhalt aus dem nächsten Telefonat, also Telefonat Nummer 3. Aber es war nicht ihr letzter Anruf. Zwei weitere folgen noch nach kurzer Zeit und der allerletzte davon ist auch noch ein bisschen länger. Bleibt dran. Ja, super. Weiter. Also ich weiß ja nicht, was man in ausländischen Callcentern für einen Deutsch-Crash-Course bekommt, aber scheinbar werden in diesem Kurs auch jede Menge Beleidigungen mit dabei sein. Beziehungsweise bei ihr hier scheinbar ein kleines bisschen begrenzter, weil ihr ist ja immer nur wieder Idiot eingefallen, aber im nächsten Abschnitt wird es dann doch nochmal ein kleines bisschen lustiger. Du bist ein Hurensohn. Ja, danke schön. Sehr seriöses Unternehmen bei euch, sehr seriös. Ja, wie ihr, also Arschloch. Ja, danke schön. Das wenn ist du willst euch Spaß machen, dann werde ich mir auch machen, du ja, Arschloch. Super, umso besser, habe ich mehr YouTube-Material. Arschloch. Das kommt Arschloch. Alles auf YouTube. Ja, ja. Ja. Du Arsch. Du betrügst selber die Leute, weil du eine Registrierung machst und dann weinst du, oh, ich bekomme so viele Anrufe. Ja, ja, bestimmt. Aber oder schwul sind sie. Du bist so ein Schwul, ein Penner. Ja, da haben sie sogar recht. Ein Schwul bist du, so wie ein Schwein bist du auch. Ja, was haben sie gegen Schwule? Du bist ein Schwul. Ja, ein Schwul bist du. Was haben sie gegen Schwule? Du hast keinen Vorsatzzweck. Ja, die sind ein Schwul. Ja, das stimmt ja sogar. Deshalb passiert auch alles in der Welt, weil sie sind ein Schwul. Ja, ja, das stimmt ja sogar. Sie haben ja sogar recht. Sie müssen, glaube ich, welche Theater gehen. Sie müssen ihren Kopf so kontrollieren, weil sie glauben, sie haben so psychische Probleme, glaube ich. Also nicht so glauben, das ist ja so. Sie haben psychische Probleme mit ihrem Kopf. Das sagt die Person, die gerade im Minutentakt bei mir anruft. Hurensohn, ich fick dein Leben. Ja, kannst du ja gerne versuchen. Ich fick dein Leben. Ja, super. Ich finde dich jetzt, Hurensohn. Ich finde, du könntest auch als Domina arbeiten mit dem Slang. Jetzt höre ich dich leider nicht mehr. Boah, verschwende gerne weiter deine Leitung. Das ist ja nicht schlimm. Also man muss sich hier wirklich bewusst machen, die Leute, die da am anderen Ende sitzen, bekommen für ihre Arbeit Geld. Und wenn ich mich in meinem Job so benehmen würde und Leute am Telefon beleidigen würde, dann hätte ich diesen Job garantiert nicht mehr für lange Zeit. Und das passiert auch in keinem anderen Callcenter. Da kommt nur eine Beschwerde rein und ihr seid weg vom Fenster. Also zumindest in den seriösen Callcentern, wovon wir hier natürlich meilenweit von entfernt sind. Und dann kommt ja noch dazu, am Anfang, beziehungsweise im zweiten Telefonat, meinte sie ja noch, man wird mich verfolgen. Beziehungsweise ich werde eine Anzeige oder irgendwas dergleichen bekommen. Und dann ruft sie mich noch weitere Male an, um mich dann durchgehend zu beleidigen. Ja, genau. Soll sie machen. Dann hätte ich zumindest schon mal die Adresse von dem Callcenter. Für mich ist das immer wieder unerklärlich, wie solche Callcenter mit solchen Mitarbeitern überhaupt erfolgreich sein können, um Opfer zu finden, die sie eben um ihr Geld betrügen können. Dem Anschein nach muss es aber lukrativ sein, sonst würde es diese Callcenter nicht geben. Und von daher nochmal die Bitte an euch, teilt das Video und vor allem auch die Informationen, was für Betrüger anrufen könnten. Und vor allem schützt die Leute schon im Voraus und sagt denen einfach nochmal eindringlich, dass man sich nicht bei irgendwelchen Gewinnspielen im Internet registrieren sollte, weil letztendlich genau solche Telefonate hier zustande kommen könnten. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen unterhalten und ihr konntet ein wenig über die nette Dame lachen. Wenn ja, dann lasst gerne wie immer einen Daumen nach oben da und vor allem abonniert meinen Kanal, damit unterstützt ihr mich und ihr verpasst in Zukunft auch keine weiteren Videos mehr. Das Video morgen wird wieder ein kleines bisschen länger. Ich hoffe, wir hören uns wieder. Bis morgen.